Hi, ich bin Christine und ich möchte euch heute eine neue und kreative Möglichkeit zeigen, wie man Namenskärtchen machen kann. Und zwar haben wir ganz schöne filigrane Schmetterlinge, auch in verschiedenen Farben. Kommt auch drauf an, vielleicht habt ihr verschiedene Farbpaletten für eure Hochzeit schon bereitgelegt. Und die packt ihr einfach aus, da ist in einem Set sind auch mehrere drin. Dann nehmt ihr euch einfach einen schönen Stift zur Hand, schreibt dann auf die nicht gemusterte Seite den Namen vom Gast. Vielleicht noch ein kleines Herzchen dazu oder ein Blümchen oder das könnt ihr ja so personalisieren, wie ihr möchtet. Und dann wird das einfach an den eingeknickten Seiten, den gelöcherten Seiten, gerade dran gesteckt und schon ist das Namenskärtchen fertig. Wenn ihr möchtet, ich finde es so auch schon schön, aber persönlich finde ich es noch ganz süß, wenn ihr einfach an dem Schmetterlingsbauch jeweils rechts und links mit eurem Fingernagel ein bisschen eindrückt, die nach vorne faltet und dann wieder hinhängt. Dann sieht es ein bisschen so aus, als ob er flattert. Ist ein bisschen lebendiger. Ja, und falls euch das als Namenskärtchen vielleicht sogar nicht genügt und ihr denkt, ach, das kann man noch viel mehr in die Hochzeit mit einbringen, wäre auch eine schöne Idee, zum Beispiel es in die Blumendeko zu stecken, an verschiedenen Plätzen, vielleicht auch verschiedene Farben. Und entweder könnt ihr das einfach nur so irgendwo zum Beispiel zur Geldbox oder zum Buffet dazustellen. Oder was mir auch einfallen würde, vielleicht so ein schönes Gesteck mit auf die Tische stellen und auf diesen Schmetterling jeweils die Tischnummer draufschreiben. So habt ihr auch schon die Möglichkeit der Tischnummern abgehakt. Ja, so viele Varianten haben wir für die Schmetterlinge.